Also eigentlich wäre es sehr schön, wenn wir die Konzentration eines Elements I in der Probe berechnen könnten über einen linearen Zusammenhang, nämlich im Vergleich zu einer Konzentration desselben Elements im Standard mal der K-Ratio, wobei diese K-Ratio eben ist die Intensität des Elements I in der Probe durch die Intensität des Elements im Standard. Leider geht es nicht so ganz einfach, da das kein linearer Zusammenhang ist. Und das hat folgende drei Gründe. Der erste ist eine Korrektur in Bezug auf die durchschnittliche Atomzahl, also die durchschnittliche. Und das wird normalerweise ausgedrückt mit Z, was ja für die Atomzahl steht. Wie gesagt, man muss nur auf die durchschnittliche gucken. Was meint das? Wenn man eine Probe hat und diese Probe besteht jetzt beispielsweise aus Magnesium und Silizium, dann kommt ein Elektronenstrahl und der dringt da eine bestimmte Tiefe ein, abhängig von der KV und so weiter. Wenn man jetzt wieder eine Probe hat und diesmal besteht die Probe aus Eisen und Silizium, dann ist diese Probe hier, die nennt man in dem Moment dann Matrix oder man nennt eben die Elemente, in die der Elektronenstrahl eindringt, Matrix, die ist schwerer und die ist leichter, wenn man die beiden hier miteinander vergleicht. Das heißt, ein Elektronenstrahl dringt hier ein bisschen weniger tief ein, auch bei der gleichen KV wie hier natürlich. Und diese unterschiedliche Eindringtiefe in dieses Material führt zu einer unterschiedlichen Anregung, in dem Fall beispielsweise von Silizium. Das heißt, hier kommt vielleicht ein bisschen mehr oder weniger Silizium, Röntgenstrahlung raus, als aus dieser schweren Probe hier. Und genau dafür, wenn wir jetzt Silizium messen wollen, müssen wir korrigieren. Da einmal Magnesium in der Matrix ist und einmal Eisen in der Matrix ist und das eben zu dieser unterschiedlichen Erzeugung an Röntgenmenge oder Röntgenausbeutung auf Silizium bezogen verursacht. Und Silizium wollen wir ja messen. Das ist der erste Korrekturfaktor, den wir haben, also Z. Die zweite Korrektur, die wir machen, ist die Absorption. Absorption und die wird dann mit A angegeben. Bei der Absorption ist es einfach so, dass Röntgenstrahlung, die aus einer Probe rauskommt, hier nochmal eine Probe und da kommt jetzt Röntgenstrahlung raus. Diese Röntgenstrahlung wird von den verschiedenen Atomen, die hier vorhanden sind, also im einen Fall vielleicht wieder Magnesium, im anderen Fall dann wieder Eisen absorbiert. Das heißt auch hier, wenn wir zwei Proben haben, wieder oben, oder wenn wir uns einfach das hier oben anschauen, dann in dem Fall gibt es ja hier auch einige Eisen-Magnesium-Atome überall und hier werden es überall Eisenatome. Und diese Atome absorbieren die Röntgenstrahlung, die hier durchgeht, unterschiedlich, wenn wir wieder Silizium messen wollen. Und auch dafür, für diese unterschiedliche Absorption der Matrix-Elemente, müssen wir korrigieren. Und das ist die zweite Korrektur, die Absorption. Das ist das A. Der dritte Prozess, den wir korrigieren müssen, ist die Fluoreszenz. Und das ist F. Und dann schauen wir uns wieder dieses Beispiel hier an. Jetzt wird, wenn wir Silizium messen wollen, nicht nur Silizium-Röntgenstrahlung erzeugt, sondern auch Magnesium-Röntgenstrahlung und Eisen-Röntgenstrahlung. Die Eisen-Röntgenstrahlung ist jetzt so intensiv, dass wenn diese Eisen-Röntgenstrahlung hier auf ein Silizium-Atom trifft, auch dieses Silizium-Atom zu Röntgenstrahlung anregt und dadurch von diesem Silizium zusätzlich Röntgenstrahlung emittiert wird. In dem Fall ist es nicht so, denn Magnesium, wenn da jetzt ein Siliziumatom zwischendrin ist, hat keine so hohe Energie, dass es dieses Siliziumatom hier zur Röntgenstrahlung anregen könnte. Das heißt, im Fall von Eisen hier bekommen wir zusätzliche Silizium-K-Alpha-Linien beispielsweise, während wir im Fall von Magnesium keine zusätzliche Anregung von Silizium bekommen und dadurch keine zusätzliche Silizium-K-Alpha-Linien. Und
da man diese Anregung generell immer als Fluoreszenz bezeichnet, findet hier also eine Fluoreszenz statt. Und was man damit meint, ist nur die Fluoreszenz von in dem Fall dem Matrixelement Eisen auf Silizium. Also das Matrixelement Eisen regt zum Beispiel noch Silizium an, während hier das Matrixelement Magnesium Silizium eben nicht zusätzlich anregen kann. Das heißt, in dem Fall bekommen wir mehr Silizium-Röntgenstrahlung, als wir erwarten würden. Und dafür müssen wir natürlich auch korrigieren für das Mehr. Und das wäre also hier die Fluoreszenz. Und aus diesem Grund nennt sich die Korrektur ZAF-Korrektur. Und das ist, was dann hier hinten noch in dieser Gleichung zu dem K mit multipliziert werden muss, ist dieses ZAF. Und dieses ZAF ist natürlich auch für jedes Element anders, also I. Bei dem K sollte natürlich auch ein I für das entsprechende Element mit dabei sein. Diese ZAF-Korrektur ist an sich rein theoretisch bzw. physikalisch begründet. Also hier geht man wirklich her und sagt, das lässt sich alles physikalisch berechnen aus dem Wissen darum, wie hoch die Dichte ist des Materials, was für eine Fluoreszenz stattfindet und so weiter. In einem zweiten Ansatz geht man mehr experimentell heran und schaut nach, wie die Intensität einer bestimmten Röntgenstrahlung in einer bestimmten Tiefe ist. Also misst das Ganze und macht daraus eine Kurve und verwendet diese Kurve für die Korrektur. Und auf der X-Achse ist dabei die Dichte und die Tiefe des Materials aufgetragen. Und auf der Y-Achse ist die Funktion von Rho und Z aufgetragen, was nichts anderes als dann die Intensität ist. Und diese Funktion wird bezeichnet als Phi. Und also soll kein Durchschnitt sein, sondern ein Phi von eben Rho und Z. Und dann erhält man so eine Kurve, die ungefähr so aussieht. Und diese Kurve wird dann verwendet, also unter bekannter Tiefe und bekanntem Rho, um die Intensität auszurechnen, die aus dieser Tiefe kommt, und dann diese Korrektur in diese Gleichung hier, mit dieser Gleichung zu verbinden. Also das sind dann einzelne Messwerte, die irgendwo liegen, und dann macht man diesen Fit dieser Kurve, und da das die Funktion Phi von Rho Z ist, nennt man diese Korrektur dann gerne mal Phi Rho Z. Also das ist kein Name oder sonst irgendwas, sondern einfach wirklich nur Phi Rho Z. Phi Rho Z nennt man das Ganze. Und das ist dann ein mehr experimenteller Ansatz, um für Effekte, die in der Matrix auftreten, bei der Messung zu korrigieren. Und ein bekannter Algorithmus für Phi Rho Z ist der PAP-Algorithmus. Und das sind zwei Autoren. Und das hier drin steht für AND, und die Autoren und das Paper dazu sind Po Shu and, da kommt dann das hier, Herr Pichua, oder wie auch immer man diese hier ausspricht. Und das ist ein Paper, also sie hat mehrere Paper, das war so in den 80ern, also das hier, also eins davon ist zum Beispiel von 1988. Und daher findet man häufig in Paper, dass gesagt wird, man hat das mit PAP korrigiert, dann ist es so eine 4OZ-Korrektur, oder alternativ, man hat es mit ZAF korrigiert. Natürlich sollten beide Korrekturen das gleiche Ergebnis bringen, tun sie aber nicht immer. Also diese 4OZ ist dann oftmals für leichte Elemente, funktioniert aber eigentlich sehr gut für fast alle Elemente. Und manchmal verwendet man beide Korrekturen und schaut, wo vielleicht die bessere Summe rauskommt. Die sollte natürlich immer rund um 100 sein. Oder es gibt keine wirkliche Empfehlung, welches man benutzt. Das 4OZ wird eigentlich häufiger benutzt, aber muss man dann immer ein bisschen ausprobieren und schauen. Und schließlich, manche Leute, die sich viel mit Mikrosonde beschäftigen, sagen, wir messen überhaupt nicht die Counts per Second der Elemente in der Probe, sondern dadurch, dass die durch diese drei Faktoren hier die Röntgenstrahlung noch verändert wird, messen wir eigentlich nichts anderes als K-Ratios
und den Rest, nämlich die Umrechnung der K-Ratios dann in Konzentration, also diese ZAF-Korrektur oder 4UZ-Korrektur, ist dann so ein bisschen the magic ingredient und der Veränderbare, mit der wir tatsächlich die Konzentration bekommen. Und deshalb ist es eigentlich relativ wichtig, diese Sachen tatsächlich zu kennen.